Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel und wir sind hier zurück bei The Binding of Isaac und wir gehen in das Spiel und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und wir spielen heute mit Eden und, dieser Satz ist noch nicht zu Ende, denn man kann Sätze sehr lang bauen, Komma, und wir erstmal hier Seed, denn das ist unser Gebiet, singen dicker Baeos auf dem bumbigen Beat. Wir starten mit der Blue Map und mit, hier diesem Geldding. Hab keine Ahnung, wie das heißt. Na, Pille, Balls of Steel, nice. Ich hab's gehofft, tatsächlich. Ich hab's gehofft, dass es die Balls of Steel Pille ist, weil ich mir dachte, zwei blaue Herzen ist eventuell ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite, zwei blaue Herzen sind zwei blaue Herzen. Warum soll das so wenig sein? Das ist nichts. L-Ebene, nee. Und das ist so ziemlich der nervigste Raum. Oh, wenn ich jetzt ein bisschen Geld hätte, ich wäre so froh, ich würde es benutzen. Ja. Es ist ein bisschen nervig, aber das kriegen wir auch gebacken. Das ist einfach so ein Raum, ich glaube, das ist der einfachste Raum der Welt. Aber er dauert so lange, weil es so viele Gegner sind und es ist so groß und die halten so viel aus. Und dann sind da überall noch Champion-Gegner und. Ihr wisst ja, wie die Probleme sind, ne? Ich erzähle euch da ja nichts. Ich meine, ihr kennt das, ihr kennt das. Und ich begrüße euch ganz herzlich, einen wunderschönen guten Morgen. Und an der Stelle natürlich auch direkt mal, kannst du mich mal kurz reden lassen, Kumpel? Das ist, wenn man dann wieder zu viel will. Naja, ein blaues Herz, es war, wir nehmen es mal mit, vielleicht kriegen wir Brimstone und Ludovico oder so, das wäre natürlich richtig krass. Alter, stellt euch das mal vor, diese Combo, also Strain, diese Magnetic Tears mit Brimstone und Ludovico, dann würden die ja in den Kreis gesogen werden, wie krass wäre das denn? Allgemein, jetzt wäre Ludovico ganz cool, Ludovico. Und ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, es geht euch gut. Und es tut mir leid, dass gestern nur zwei Videos kamen. Aber ich war ein bisschen... Es ist auch so dumm, wisst ihr? Es ist auch so dumm. Eigentlich hätte ich dieses Wochenende zu meiner Mama fahren können. Und ich rede ja schon seit langem darüber. Nach meiner Mama und meinem Papa. Ich sage immer nach meiner Mama. Aber meine Eltern sind noch zusammen und so, ne? Alles gut. Ich sag nur immer zu meiner Mama. Weil ich irgendwie... Keine Ahnung. Mama ist immer so der Inbegriff von nach Hause. Natürlich zu meinen Eltern und zu meinen Geschwistern und so. Ich bin aber nicht gefahren, weil ich gesagt habe, ja, ich krieg das hier jetzt nicht alles vorbereitet, die Videos fürs Wochenende. Und ich musste Samstag ja auch noch arbeiten, ne? Ist ja nicht so, dass es nur die Videos waren. Und da hatte ich auch ein komisches Gefühl, jetzt so ganz kurzfristig. Also, meine Schwester hat mich am Donnerstag gefragt, ob ich mit will. Und das ist halt echt ein bisschen kurzfristig gewesen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier, damit ich alles vernünftig geregelt kriege und nicht so... alles doof läuft und jetzt habe ich trotzdem nur gestern zwei Videos hochgeladen. Das ist natürlich komplett dumm, aber ich war gestern irgendwie die ganze Zeit dann so ein bisschen down. So ein bisschen down und traurig und dann habe ich doch nichts geschafft. Was wie gesagt dumm ist. Ich weiß auch nicht. Das war auf jeden Fall alles nicht so toll, nicht so gut. Allgemein die letzte Woche, die letzten beiden Wochen waren schon wieder ein bisschen schwierig. Die letzte Woche wieder ein bisschen mehr und jetzt gerade habe ich wieder so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Das ist immer so ein Auf und Ab und ich denke, das hat jeder irgendwie. Das Leben ist halt einfach immer so ein bisschen... Es ist ein Kampf und man muss den annehmen. Und vor allen Dingen... wisst ihr, ich hatte gerade wieder so einen Moment, wo ich so in mich gegangen bin und mich einfach selbst gefragt habe, was willst du? Was ist das, was du wirklich willst? So, wie willst du sein? Was willst du tun? Was willst du? Und ich habe mich das wieder gefragt und... Dann habe ich wieder so gemerkt, was ich zum einen will. Einfach ein vernünftiges Leben führen und meine Sachen, die ich mache, vernünftig schaffen. Und ja, und wie ich sein will. Und ich will einfach jemand sein, der sich nicht immer direkt geschlagen gibt, sondern der kämpft und der Sachen erreicht, die er sich vornimmt. Und ich möchte gerne meine Träume umsetzen, wo zum Beispiel dann auch so etwas... Oh, bei rumkommt, wie zum Beispiel abnehmen. Ja, das ist so eine Sache, die will ich schaffen. Und am liebsten würde ich das gerne in einem Videotagebuch oder in so etwas Ähnlichem wie ein Videotagebuch machen, um vielleicht auch für Menschen eine Art Inspiration zu sein. Jemand zu sein, wo man hingehen kann, sich die Videos angucken kann von mir aus in einem Jahr und sich denken kann, okay, wenn der Lauch das geschafft hat, dann kann das jeder schaffen. Und es kann jeder schaffen. Ich kann es schaffen, ihr könnt es schaffen.
Und ich würde einfach gerne da so ein bisschen als Inspirationsquelle irgendwann dienen. Ich möchte das einfach gerne dokumentieren, denn ich bin auf YouTube unterwegs, ich habe das Interesse, solche Dinge zu machen. Und wenn ich das schaffe und wenn ich es dabei noch dokumentiere, dann, ja, dann ist es einfach gut und dann kann ich einfach, ich will jetzt nicht sagen Vorbild sein, aber ich kann vielleicht Leute irgendwie mitziehen und denen helfen, denn es ist halt nun mal so, das ist, denke ich mal, was ganz Normales. Wie formuliere ich das jetzt? Ja, man sucht sich einfach, so ein bisschen, nicht Vorbilder, aber es ist immer einfacher, wenn man nicht alleine mit dem ist und vielleicht hat man halt auch dann in seinem Umkreis niemanden, der auch abnehmen muss oder so. Und manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen schwierig mit Leuten im Umkreis oder so. Manchmal braucht man einfach jemanden, zu dem man nicht aufgucken kann, aber zu dem man gucken kann, der dir das zeigt, dass es machbar ist und so. Einfach so, wisst ihr? Und ich persönlich habe so einen momentan nicht, aber ich würde das gerne halt videotagebuchtechnisch angehen. Und es sind all solche Dinge. Ich habe so viele Sachen, die ich gerne machen würde. Auch mein Studium würde ich gerne vernünftiger führen. Ich möchte einfach so viele Dinge schaffen und das sind alles Dinge, die machbar sind. Ja, du musst sie nur machen und du musst es nur, ja, durchziehen. Und da bin ich momentan so ein bisschen dabei, mich in die Richtung, ja, zu entwickeln, wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ich merke, ich habe immer so Momente, wo ich merke, dass es in mir schlummert. Ich denke dann darüber nach, wie ich einfach gewisse Dinge gerne schaffen möchte und dann merke ich, dass sie richtig sind. Und dann kommen wieder die Momente, wo ich auf einmal so richtig down bin und mir denke, scheiße, ich schaffe das alles nicht. Und das ist so ein bisschen, da muss man so ein bisschen die Balance finden. Oh, der blaue Stein ist mir wichtiger. Nein! Ja, nein, ich bin so dumm. Oh, der blaue Stein wird sowieso von dem... Ah, da habe ich nicht lang genug nachgedacht. Das war ein bisschen doof. Ja, egal. Passiert, meine Güte. Jetzt könnt ihr zu mir aufgucken und euch denken, den Fehler werde ich nicht nochmal machen. Aber ich gucke momentan auch... Ich habe momentan auch wieder viele YouTube-Videos geguckt, wo ich sehr inspiriert durch wurde. Und es gibt echt sehr viele coole Menschen auf diesem Planeten. Und es gibt echt viele Dinge, über die man sich Gedanken machen kann, wo man sich aber keine Gedanken machen drüber muss. Das ist halt auch immer ein wichtiges Ding. Es gibt ganz viele Leute, die dann so ihre Lebensart so ein bisschen als die richtige verkaufen. Was vielleicht auch okay ist, aber dabei nicht sehen, dass es auch Menschen gibt, bei denen es einfach... die einfach anders, auch eine andere Lebensweise haben müssen. So, es ist einfach ein... Es wird einfach nicht so, also ich persönlich denke, dass es zum Beispiel, wenn wir jetzt um sowas, über sowas reden wie zum Beispiel, soll man Fleisch essen oder vegan leben oder vegetarisch leben? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, mit der ich mich momentan sehr viel auseinandersetze, weil ich wirklich darüber nachdenke und mir da auch nicht so ganz sicher bin, ob ich Fleisch essen möchte oder ob ich es vielleicht lassen sollte, ob ich in der Lage bin, das zu lassen, ob es mir damit besser geht und ob ich das Gefühl habe, damit wirklich was verbessern zu können. Und ja, es gibt da ganz viele Dinge, über die man halt so nachdenkt. Und ja, keine Ahnung. Wow. Es gibt einfach sehr viel coole Dinge im Internet und sehr viele coole Menschen und sehr viele coole, inspirierende Sachen. Und da bin ich momentan sehr, sehr am Überlegen. Und ich habe halt einfach dann manchmal wieder so Momente, wo ich dann darüber nachdenke, was denn mit mir eigentlich ist, wie ich gerne sein möchte, was ich gerne schaffen möchte und was ich für Ziele habe. Und da merke ich einfach ganz oft, dass es in mir schlummert. Aber ich werde halt einfach durch verschiedene Dinge, Übergewicht und so, werde ich ganz oft, ja, wie soll man das sagen? Ich werde einfach ganz oft, dieser Wille wird ganz oft gebrochen, wisst ihr? So unabsichtlich. So, dann gehst du trotzdem wieder los und kaufst dir Schokoladen, obwohl du eigentlich weißt, ey, das solltest du jetzt nicht tun, aber... Du kannst in dem Moment nicht wirklich viel dagegen tun und du machst es auch nicht extra. Oder ich persönlich mache das dann auch nicht extra, ja. Ist nicht so, dass ich dann extra losgehe und mich vollhaue, so. Nein, das ist halt einfach dann in dem Moment... Mein Wille ist in dem Moment gebrochen und ich fühle mich in dem Moment schwach und es funktioniert alles nicht so gut und so. Und es ist vielleicht eine Sucht oder so, ich habe keine Ahnung. Und dass mir dieser Wille da immer so gebrochen wird, das muss ich irgendwie verhindern. Ja, das muss ich irgendwie verhindern. Nice.
Ich hätte gerne Schlüssel. Oh, das würde ich auch sehr gerne nehmen. Komm schon, Kumpel. Komm schon. Oh, Mann. Ich habe einen Schlüssel. Okay. Eine Bombe hätte ich auch noch gerne. Okay, dann gehen wir noch kurz in den Shop und sind viel zu langsam. Boss-Rush-Modus vorbei. Brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Und wir kaufen uns das tatsächlich auch. Dann haben wir Two of Clubs. Nice, dann haben wir doch zwei Bomben. Dann können wir auch noch die Geheimräume abchecken. Möchte ich den Nickel haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde... Ja, sauber. Dann können wir uns auch noch das blaue Herzchen kaufen gehen. Ich dachte mir gerade, blaue Herzchen lasse ich erstmal, damit ich vielleicht nicht ganz so viel Geld ausgebe. Aber unter den Umständen kann man das tun. Und sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, es ist einfach so. Und wie gesagt, ich würde das gerne machen, aber ich kriege es momentan noch nicht gebacken. Und das war jetzt wieder so ein Punkt. Tears down. Oh, immer to Mises. Range down. Oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, das sind so Dinge, über die mache ich mir manchmal Gedanken und ja. Hab es einfach nicht geschafft, wie gesagt. Das war so die Kernaussage. Gestern Videos, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich weiß auch nicht warum. Das war wieder so typisch. Ich wollte so unbedingt und es hat dann nicht geklappt. Wenn man Dinge, ich weiß nicht. Ich verkrampf dann immer manchmal so ein bisschen. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist passiert halt und ich komme mit meinen Tränen gerade überhaupt gar nicht klar. Das ist so richtig scheiße, diese Magnetic Tears. Warum nehme ich sie auch mit? Warum? Ich bin auch selber schuld, ne? Ja, weil es lustig ist. Voll lustig. Ja, wir könnten wirklich eine coole Combo kriegen, aber dafür müssten wir halt eine coole Combo kriegen, ne? Leider? Oh, komm schon. Kann doch nicht alles schlecht sein. Was ist denn los? Ja. Two of Hearts. Wow. Nice. Danke dafür. Ich mach die aber noch auf. Okay. So. Bam. Ja, und jetzt haben wir hier Sonntag und heute kommen wieder Videos. Und ich denke auch, dass die Woche über wieder gut Videos kommen. Ich werde jetzt ein bisschen wieder besser hinterher sein. Dieser Wille. Boah, man, es ist manchmal so schwierig, das so aufrecht zu erhalten. Die Dinge, an denen zu arbeiten, an denen man arbeiten will und sich nicht so downziehen zu lassen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Das ist immer so ein... Boah, überlegt ihr mal die ganze Zeit, wenn ihr auch mal solche Down-Phasen habt oder so. Überlegt euch mal, wenn ihr nur 50% der Down-Phasen, wenn ihr sowas habt und kennt, keine Ahnung, vielleicht. Aber überlegt euch mal, wenn ihr sowas habt, ihr werdet in 50% der Zeit, wo ihr so eine Down-Phase habt, produktiv. Wisst ihr, ich wäre schon Professor. Und wisst ihr, was das Ding ist? Du kannst natürlich down sein und so, aber ja, rumsitzen und heulen, also heulen oder rumweinen, weil es so scheiße ist, das bringt nichts. Ja, das Einzige, was bringt, ist eine Hämatomysis-Pille. Das Einzige, was etwas bringt, ist das ein richtiger Satz? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, was ich sagen will, dieser Satz funktioniert nicht. Das Einzige, das in so einem Moment etwas bringt, ist anfangen, es zu machen. Anfangen, daran zu arbeiten, daran arbeiten, was du sein willst, so. Weil dann hast du, ja, kannst du bitte weggehen, Fliegentier? Fliegentier! Hast du ein Fliegentier? Das war auch gerade ein richtig cooler Moment, da reden wir gleich mal kurz drüber, aber ja. Wenn ihr diese Zeit ummünzt, in Zeit, wo ihr daran arbeitet, der zu werden, der ihr sein wollt, dann wäre das Leben in absehbarer Zeit wunderschön für jeden von uns. Deswegen kann ich euch nur sagen, Leute, los, seid besser als ich. Lasst euch nicht so, ja, durchbrecht diese Down-Phasen und geht eurem Willen nach, so, das... Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Aber vielleicht fange ich irgendwann das Videotagebuch-Ding an, was ich ja schon ewig irgendwie immer mal wieder angesprochen habe. Ja, das ist schon fast so alt wie mein Kanal irgendwie.
Und vielleicht schaffen wir es irgendwann. Vielleicht schaffen wir es irgendwann. Momentan scheitert es eigentlich nur an dem eigenen Anspruch. Ich denke immer, ich muss so was richtig Hochwertiges produzieren, was ich nicht kann oder nicht hinkriege momentan, weil mir dafür noch so ein bisschen die Skills fehlen und so. Und ja, das ist halt dumm, ne? Warum soll ich mich davon aufhalten lassen, dass ich was unfassbar Hochwertiges produzieren muss, wenn ich einfach anfangen könnte und ja, einfach damit anfangen könnte, Spaß zu haben und dieses Ding zu machen und sich das dann ja sowieso entwickeln wird. So, wisst ihr, das ist halt einfach, das ist wieder von mir aus total eine Joker-Karte, eine Stars-Karte, eine Hangman-Karte. Lass uns erstmal, ich war schon im Devil-Deal auf der Ebene, oder? Ja, ich war schon im Devil-Deal, okay, wunderbar. Haben wir eine Joker-Karte und dann können wir gleich die Stars-Karte benutzen und damit in den Item-Raum. Dann können wir einen Schlüssel sparen. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. So. Was gibst du mir denn für ein Item, kleiner Mann? Hm? Was hätten wir gerne? Wirecode-Hänger hätte ich gerne. Thorn-Foto ist auch gut. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Nicht das Gleiche. Ich glaube, der Wirecode-Hänger ist ein besseres Tier-Sub, oder? Ich glaube schon. Der Bomb-Bag ist gut, weil wir keine Bomben haben. Also von daher, ich wollte gerade so sagen, oh, der Bomb-Bag, aber nein, ist voll gut. Richtig, richtig, richtig gut. Weil wir haben voll wenig Bomben. Vielleicht haben wir irgendwann zu viele Bomben, aber eigentlich kann man nicht zu viele Bomben haben. Eigentlich geht das nicht. Ja, so. Ich würde auch gerne noch in den Shop. Und hier kriegen wir jetzt so Virus, ne? Den Virus, kriegen wir den hier? Ich glaube schon. Kannst du mir hinterherlaufen? Nein! Wow! Oh, beschleunigt ja voll. Hämatomizes. Boah, Mann, so viele blaue... so viele rote Herzen. So. I wish that I could be like the cool kids. Okay. Die Batterie. Ich nehme die Batterie nicht mit. Ich nehme die Bombe mit und das blaue Herzchen. Oh, hier liegt auch eine Bombe. Sehr gut. Wofür brauchte ich nochmal eine Bombe? Geheimraum, klar, aber ich glaube, genau da oben war ein Raum, wo ich eine Bombe gegen drei Bomben tauschen kann. Jups. Nein, warte, wir haben eine Hangman-Karte. Ich bin so ein schlauer Mensch, ey. Kostet natürlich alles ein bisschen Zeit, aber hey, meine Güte. Wir nehmen sowieso die Joker-Karte mit, das heißt, wir müssen die Hangman-Karte hier irgendwo benutzen und ich denke, das ist der beste Platz. Wir kriegen ein blaues Herzchen und drei Bomben dafür. Das ist eine gute Ausbeute. So, dann können wir nämlich die Bomben benutzen und hier so ein bisschen sprengen. Und die Liberty Cap mitnehmen. Und hier ist Downpillen. Und, oh, der Minimash. Nice, Speed und Range Up. Ein bisschen Speed kann ich auch sehr gut gebrauchen. So. Dann gucken wir uns noch die Geheimräume an. Ein bisschen Kohle, das kann ja nicht schaden. Ein bisschen Kohle, das ist schön. Und ich überlege gerade, ob ich eventuell... Jetzt kann ich nicht mehr in den Geheimraum. Ob ich eventuell die Batterie mitnehme. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Denn jetzt haben wir das Geld. Und wow. Da war einer aber richtig schnell unterwegs. Ja, ich nehme die Batterie mit. Dann können wir nämlich... vielleicht kriegen wir irgendwie noch ein Krampus-Set oder so. Und dann ist die Batterie schon ziemlich, ziemlich nice. Ziemlich, ziemlich nice. Oder wir kriegen einen Brimstone. Dann ist mir alles egal, weil da bin ich eh der stärkste Mann der Welt. Boah. Wenn Liberty Cap mir auch nochmal das Speed abgibt, dann bin ich so schnell unterwegs. Das ist der Wahnsinn. Ich hätte gerne PhD, aber ich glaube, das ist momentan nicht so wirklich drin im Spiel. PhD wäre gut, weil wir haben so viele Downpillen. Das würde sich auf jeden Fall lohnen. So. Hallo. Whoops. Ja, wir haben Curse of the Lost. Das bedeutet, wir haben eine ziemlich große Ebene und ich sehe die Karte nicht. Das ist nicht so gut. Way. Boah, locker easy. Bombeck, Dankeschön. Und die Tower-Karte.
Die setze ich mal, ich warte mal kurz noch ein bisschen und guck mal, ob ich einen Raum finde, wo vielleicht der ein bisschen kleiner ist und wo ganz viele Pilze drin sind. Das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ich lasse die Joker-Karte mal hier liegen, weil ich die Tower-Karte schon gerne einsetzen möchte. Sauber, ein goldener Schlüssel. Und Balls of Steel. Ich wusste doch, dass ich eine Balls of Steel-Pille im Spiel habe. Hatte ich ja ganz am Anfang. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mal eine gefunden habe. So. Und dann lass mich mal den Goldraum finden, den Geheimraum. Ja, den Geheimraum werde ich jetzt nicht finden wahrscheinlich. Oh, dieses scheiß Magnetic Tears-Ding, ne? Das ist so unfassbar nervig. Oh, der Boss. Ja, dann gehen wir jetzt direkt zum Boss, weil dann können wir nämlich, falls wir keinen Devil Deal kriegen sollten, was möglich ist, können wir einfach jetzt wunderbar, Moment, ich muss mich kurz konzentrieren. Wow, wo kam denn die Bombenfliege her? Können wir die Joker-Karte einsetzen, falls wir keinen Devil Deal kriegen sollten? Aber wir kriegen auch keinen. Ja gut, dann würde ich sagen, top, die Wette gilt. Lass mich mal rein da. Bam, 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 bada. Bevor wir jetzt da zurückgehen, gucke ich nochmal ganz kurz, was hier oben ist. Boah, Mann, warum habe ich, hab gerade das Gefühl, mir läuft irgendwo, es juckt mich überall oder so. Also, naja, jucken ist es falsch, als ob dir jemand so mit der Feder über die Haut streichelt. Kennt ihr das? Oder wahrscheinlich, weil ich gerade hier so ein Fliegentier gesehen habe und dann bilde ich mir jetzt die ganze Zeit ein, dass dieses Fliegentier auf mir rumläuft oder so. Ich habe keine Ahnung. Das hat sich... Oh, eine Hierophantenkarte. Ach so, ich dachte, die Towerkarte wäre gerade... Hä? Okay, ich dachte gerade, ich habe zwei Towerkarten. Aber es ist okay. So, Joker. What the fuck, geil. Yo! Ja, nehmen wir das. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Wir hätten sogar noch einen Devil Deal mitnehmen können, wenn hier einer gewesen wäre. Ja gut, aber drei Devil Deals und eine rote Kiste gibt es, glaube ich, nicht. Das Geld würde ich schon mitnehmen. Also, ich hätte es mit den Magnetic Tears rausschießen können, glaube ich. Egal, 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 egal. So, wir brauchen noch den Job. Und wir brauchen noch den Goldraum. Und es war ein richtig guter Devil Deal. Wir brauchen noch ein Guppy-Item, dann bin ich Guppy. Wow. Das wäre ziemlich cool. Das wäre ziemlich, ziemlich cool. Und der Pact ist ein gutes Damage und Tears-Up. Der sollte auch auf jeden Fall einiges stärker machen von uns. Und ich glaube, ich habe da gerade einen Popel in der Nase. Jetzt wollt mir nicht wissen, Cornel. Ich auch nicht, aber er hat mich gerade gestört. Kennt ihr das? Das kennt jeder. Aber über sowas redet man nicht. Das ist ekelig. Das ist daran ekelig. Das ist menschlich. Meine Güte. Das ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normal. Woo! Wow. Ja, ja, diese blöden... Was hätte ich tun sollen? Ich habe keine Ahnung. Komm mal ran da. Komm mal ran. Komm mal ran zum Papa. Nein, ich bin so blöd. Ich habe drei blaue Herzen bekommen. Warum? Jeder Damage, den ich gerade... Was ist denn los mit mir? Irgendwie ist gerade Halligalli ausgebrochen. Ich nehme mal den Liberty Cap mit. Ich glaube, Liberty Cap ist besser. Und hier haben wir ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen. Whee! Ja, wir haben volles HP. Und ich habe so viel dumm Damage genommen, ne? Und es ist einfach komplett egal, weil ich habe volles Leben. Ich habe das volle Leben. Ole, 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 ole. Ich, grüß dich. Das ist okay. Wir haben noch zwei Ebenen, wo wir einen Shop kriegen können. Und ich hoffe, dass wir dann auch einen Shop kriegen. Oh, das ist gut. Das bedeutet so grundsätzlich unsere... Finanzen sehen momentan so aus, als könnten wir uns jetzt alles leisten. Alles. Ja. Ich meine, yo. Ja, das sieht sehr gut aus. Wo ist der Goldraum? Das ist die große Frage, die wir uns hier heute stellen. Ich habe keine Ahnung. Er kommt gar nicht vorwärts. Wegen meinem
Wegen meinen Magnetic Tears. War ich da schon drin? Ja, das ist eine graue Kiste, genau. Wo ist der Goldraum? Ich weiß es doch nicht. Hä? Ich war aber noch nicht im Goldraum, nee. Hier oben war ich, glaube ich, noch nicht. Kann das sein? Doch. Hier? Hier war ich auch. Ich war im Goldraum. Was war denn im Goldraum? Was war im Goldraum? Ich weiß das wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Was war im Goldraum? Was war im Goldraum? Die Mitre, oder? Ja, stimmt. Mitre, die war richtig gut. Die hat uns voll viele blaue Herzen gegeben. Ich sehe meine Leben nicht, aber ich glaube, ich war am HP-Maximum. Von daher richtig gut, alles super. Können wir uns gut merken. Wir haben volles Leben, so ziemlich. Hui. Wir sind auch echt stark gerade. Wir brauchen noch ein bisschen. Ja, das ist jetzt Verschwendung, ich weiß, aber... Oh, the sun. Das ist keine Verschwendung. Die Sonne ist immer sehr gut. Die Sonne ist immer da, Leute. Die Sonne ist immer da. Das dürft ihr nicht vergessen. Die Sonne ist immer da. Auch wenn euer Willen gebrochen wird. Und ich rede gerade auch gedopt quasi zu euch. Denn ich habe gerade schlechte Sachen gegessen, die ich nicht hätte essen müssen. Und deswegen bin ich wahrscheinlich gerade gut gelaunt. Aber man muss sich auch mal was gönnen im Leben, ja? Man muss sich auch mal was gönnen. So. Gut. Dann würde ich jetzt gerne einmal hier... Ja, warte, lass mich mal hier raus. Dann gehe ich jetzt mal runter zum Goldraum. Hallo? Und gucke mal, was der Goldraum so für mich hat. Alter. Das ist so schwierig, ne? Mit diesen magnetisch geladenen Tränen. Ich weiß auch nicht, habe ich Magneten gefressen oder... Wie kann sowas passieren? Ich weiß es doch nicht, Mann. Wow! Ja, es ist überhaupt nicht nervig gegen euch, Gurglings. Es ist überhaupt nicht nervig. Bin da vollkommen d'accord mit. Ich hätte gerne ein Damage-Up im Goldraum. Das ist jetzt eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr feiern würde. Ja, Mann. Das ist mega nervig. Unfassbar. Ja, nehme ich gerne mit. Als Blue Baby wiederkomme schon ziemlich gut. Ich habe den Schaden, den ich da angenommen habe, einfach mal in Kauf genommen, weil... Keine Ahnung. Warum nicht? Two of Clubs, yo. Badam, badam, bam. Two of Clubs. Und Joker. Suicide King. Nice, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dann werde ich eventuell in einer Chest, könnten wir uns dann umbringen. Das wäre ganz cool. Ich nehme die mal mit bis in die Chest rein. Ist jetzt zwar ein weiter Weg. Vielleicht werde ich sie auch unterwegs doch wieder weglegen oder so. Vielleicht werde ich mich auch unterwegs schon umbringen. Als Blue Baby wiederkommen ist eigentlich ganz gut. Weil dann haben wir eine permanente Polaroid-Phase. Und können die auch nicht verkacken und können trotzdem jedes HP-Up mitnehmen. Das Blue Baby ist in diesem eigentlich schon ganz cool. Es ist am Anfang... Es ist, glaube ich, das Blue Baby ist, glaube ich, anfangs nicht so gut. So, keine Ahnung, ne, Blue Baby sein, ne? Ist am Anfang immer ein bisschen schwierig und so, aber so ab einem bestimmten Punkt im Spiel ist es eigentlich eine durchaus, ups, ich kriege gerade ein bisschen viel Damage, das gefällt mir nicht. Ist hier ein blauer Stein? Ich glaube nicht. Ja, am Anfang ein Blue Baby sein ist, glaube ich, nicht ganz so optimal, aber ab einem bestimmten, sobald man das Polaroid hat, ist man eigentlich relativ, oder sobald die Devil Deals vorbei sind, die regulären. So, wenn man in Womp 1 sein letztes rotes Herz abgeben kann, dann ist es, macht man das eigentlich immer. Es ist immer eine gute Sache. Von daher, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ich treffe die, ja, ich treffe sie schon, aber die, mein Damage ist nicht so gut. Und da fliegt wieder ein Hubschrauber. Ne, ist glaube ich ein Flugzeug. Hier fliegen immer Flugzeuge über mich. Ich weiß auch nicht. Eine Joker-Karte. Mm. Ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Dann nehmen wir nicht die zu.
Ich sehe halt mal auch meine Leben nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin gerade, wie ich das jetzt mache. Oh, ich hasse diesen Boss. Hier, fress. Komm schon. Guppies Airball. Yo. Nice. Gucken wir mal rein. What the fuck, scheiße. Ich hab die Credit Card. Alter. Nein. Oh. Stellt euch mal vor, wir werden hier... Aber ich hab halt nicht die... Tour of Spades, nice. Ja, ich weiß nicht so genau, was soll ich jetzt tun? Wir nehmen die Joker-Karte mit und gehen. Wobei, ich würde gerne noch gucken, ob sie eventuell ein... Ich habe einen Kompass-Effekt, oder? Ja. Ich würde gerne noch in den Challenge-Raum gehen, um zu gucken, ob da eventuell... Ob da eventuell rote Kisten drin sind, wegen dem Guppy. Wegen dem Guppy-Traum. Der sogenannte Guppy-Traum. Ein Traum der jugendlichen Isaac-Spieler. Und dann lassen wir die Karte einfach... Ich finde diese Suicide King-Karte sehr interessant und... Ich hatte die mal mit 9 Leben, der Blank Card. Ja, mit 9 Leben und der Blank Card hatte ich die in meiner Chest. Das war ziemlich cool. Ah, okay. Okay, ich bin am HP-Maximum. Das bedeutet, ich nehme, glaube ich, auch nicht das rote Herz mit. Wenn ich noch Devil Deals kriege, ist es gut. Dann nehme ich die einfach für die blauen Herzen mit. Ich meine, ich sollte genug blaue Herzen... Also, ich habe jetzt 12 blaue Herzen und ich denke, dass ich auch noch... genug blaue Herzen finde, mit Book of Sin und so, ja, und der Mitre. Ich denke, das ist alles vollkommen in Ordnung. Oder habe ich noch ein rotes Herz? Ich glaube, ich habe sogar noch ein rotes Herz, weil ich habe ja... Nein, ich habe Abaddon. Logisch, ja. Ja. Ich habe Abaddon und deswegen habe ich natürlich kein rotes Herz mehr. Also ich habe Abaddon aufgenommen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir das HP ab nicht mit. Das brauchen wir nämlich nicht. Das würde nur ein blaues Herzchen löschen. Und dann gehen wir weiter in die nächste Ebene. Und ich benutze Book of Sin jetzt in der nächsten Ebene, falls eine Karte droppt oder so. Das war gerade ein bisschen doof. Es droppt ein Schlüssel, okay. Ja, eine graue Kiste ist immer relativ unspektakulär. Wenn wir jetzt noch Devil Deals finden, die wir durch Herzen tauschen können, dann können wir uns überlegen, ob wir die mitnehmen wollen oder nicht. Und wir sollten genug Leben haben, um die auch mitnehmen zu können, wenn wir wollen. Also das sollte nicht das große Problem sein. Und... Wow. Okay. Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Der ist irgendwie in meinen Guppy's Hairball geflogen, glaube ich. Die Magnetic Tears, sage ich euch, die sind halt echt schon ein bisschen nervig, aber... Naja... Vielleicht werden sie noch irgendwie cool. Oder sie bleiben für immer nervig. Dann ist es auch okay. Meine Güte, dann lebe ich halt damit. Das ist nichts, worüber ich mich beschweren will. Und ich habe den Little Brimstone. Ist jetzt nicht unbedingt... Ja doch, da sollten wir auf jeden Fall dran denken. Dass wir ihn benutzen können. Das ist eine Tears Down Pille, ja. Like cool kid. Ja, Little Brimstone ist auch leider in allerletzter Position. Das ist auch ein bisschen doof. Whee! Habe ich den Schlüssel eingesammelt? Nein. Okay. Ja. Boah, der hat mich eingezogen. Ja, das habe ich nicht. Aber da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ich wollte sagen, gerade bei diesen Gegnern ist Little Brimstone sehr, sehr nützlich. Ja. Und dann hat mein schwarzes Herz geregelt. Bam! So, ich brauche den Boss und ich brauche den Goldraum und den Shop. Ich habe große Hoffnung in einen guten Shop.
Das weiße Herz nehme ich natürlich nicht mit. Denn ich möchte keine roten Herzen mehr. Oh, was ist da wohl drinne? Ah, will ich meinen Lauf neu würfeln? Eine 2. Eine 2 würfelt, glaube ich, nur alle Pickups in dem Raum neu. Oh. Ja, das hat sich ja gelohnt. Ich wollte eigentlich, dass da ein paar Münzen raustroppen, dass ich die dann neu würfeln kann, aber das hat nicht funktioniert. Ole, ole, ole. Vielleicht würfelt die auch alle Sachen oder alle Pickups auf dieser Ebene neu. Das weiß ich nicht genau. Also es ist ein D20-Effekt, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und entweder dieser D20-Effekt ist nur in dem Raum oder auf der ganzen Ebene. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich hätte einfach drauflaufen können, wäre ja ziemlich egal gewesen. Aber es ist ziemlich egal und deswegen kann ich auch nicht drauflaufen, wisst ihr? Das ist Jacke wie Hose. Oh, noch so ein Zweierraum. Ja, da gehen wir rein, doch. Das bedeutet ja dann zwangsläufig, dass da was Cooles drin ist. Hm, Daddy's Key. Nehmen wir mit. Ups. I wish that I could be like the cool kids. Be like the cool kids. Be like the cool kids. Ich muss unbedingt zum Friseur, Leute. Meine Haare nerven mich so sehr. Boah, meine Nase nervt mich gerade auch. Okay. Es tut mir leid. Das waren jetzt, glaube ich, in den letzten 10 Sekunden viele Störgeräusche. Aber irgendwie war gerade alles nicht so nach meinen Vorstellungen. Ich war ein bisschen unzufrieden mit allem. Ich war mit der Gesamtsituation unzufrieden. Wo muss ich hin? Ich sollte auch nicht einfach so schießen. Okay. Weil hier liegt irgendwo ein weißes Herzchen. Ich weiß nicht wo. Und ich will jetzt nicht aus Versehen aufsammeln, nur weil ich die Magnetic Tears habe, wisst ihr? Das wäre schon ein bisschen doof. Ja, wir können, wenn wir jetzt kein anderes Spacebar-Item finden, wo wir sagen, das muss ich mitnehmen, dann können wir relativ simpel uns heute mal gegen Mega-Satan stellen. Das ist halt die große Frage, bin ich stark genug, ne? Oh. Wow. Was für ein schlechter Shop. Ich meine, es gibt so viele coole Items. Ich habe doch volle Leben. Was mache ich denn da? Es gibt so viele coole Items. Wow, Alter. Und dann ist das alles in dem Shop. Das alles. Und noch viel mehr. Würde ich machen, wenn ich der König von Deutschland wäre. Oh, das alles. Sind hier unten gerade blaue Herzen gedroppt? Ja. Dann nehme ich die auch mit, damit ich volle Herzen habe. Ne? Da wollen wir auf jeden Fall nicht geizen. Und dann sind wir jetzt bei Mama nach 34 Minuten. Wow. Ich wollte gerne irgendwie Damage machen mit meinem Hairball, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Könnte ich eventuell hier einfach so ein bisschen... Mach einfach. Bitte mach einfach. Bitte. Ich will doch einfach nur, dass der Kampf vorbei ist, weil der Kampf ist so unfassbar unlustig. Er ist einfach nicht spannend. Oh, ich hätte gern Brimstone. Wäre das möglich, Spiel? Könnten wir uns da arrangieren? Ich habe keinen Devil Deal bekommen. Mann. Ja, ich wusste, dass es Krampus ist, ist immer so ein bisschen arrogant. Aber mir war es einfach so bewusst, dass es Krampus wird und ja. Was soll ich tun? Keine Ahnung. Ich hätte kein Guppy-Item bekommen. Aber vielleicht haben wir dann jetzt die Chance nochmal auf einen Devil Deal mit ein paar Items. Das würde mich sehr freuen. Ein Guppy-Teil. Mehr will ich doch gar nicht. Dann bin ich zufrieden in meinem Leben. Dann bin ich doch komplett zufrieden. Die Kohle ist ein gutes Item, ne? Nur, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Kohle ist ein permanentes Damage-Up. Also egal, was passiert, die Tränen werden mehr Damage machen. Je nachdem, wie weit sie fliegen, umso mehr oder umso weniger. Aber es ist auf jeden Fall immer ein bisschen mehr Damage.
als ohne Kohle. Von daher überhaupt kein Problem, richtig gut. Ich sollte jetzt nicht ganz so viel unnötige blaue Herzen verlieren, aber das ist immer ein bisschen schwierig. Und jetzt kommen wir wieder in die Phase, wo wir nach blauen Steinen schauen sollten. Und man da keine Lust drauf hat, weil es so ein bisschen nervig ist. Ich bin faul. Bitte. Kapi. Oh, 2 Balls auf Steelpillen. Wow. Bam. Habe ich echt Damage bekommen, ne? Habe ich echt Damage bekommen. Naja. Gut. Habe ich echt Damage bekommen. Wow. Wir haben jetzt nicht mehr viele Sachen. Wir hoffen jetzt auf einen Devil Deal. Damit wir vielleicht noch ein bisschen stärker werden. Brimstone und Guppy. Wäre so ziemlich das Schönste. Jetzt ein Devil Deal mit Guppys Tail. Oder ist mir egal. Irgendein Guppy-Item. Und Brimstone. Das wäre der schönste Devil Deal meines Lebens. Ja, und ansonsten. Ansonsten können wir nicht viel machen. Dann ist der Lauf jetzt gelaufen. Ich muss ihn halt noch gewinnen, ne? Ich muss ihn halt noch ein bisschen gewinnen. Das ist die Sache. Da-di-da-di-di. Sonst haben wir keine großen Möglichkeiten mehr. Außer halt in der Chest natürlich. Und in solchen. Ja, in Kisten, aber. Im Großen und Ganzen ist das Interessante jetzt weg. Wir haben keine Goldräume mehr. Wir haben nichts mehr. Wir sind verloren. Da ist ein blauer Stein. Blaue Herzen everywhere. 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 Und wir haben den Boss gefunden. Sehr gut. Wir könnten noch gucken, ob wir vielleicht einen Zacki-Zacki-Raum finden oder so. Aber das ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir die Map auch nicht sehen. Und ja. Nee. Ups. Ja. Gut, ne? Ich würde sagen, easy Bossfight. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr Range. Also brauchen wir nicht, aber wäre ganz schön gewesen. Wir kriegen keinen Devil Deal. Oh, Mann. Warum kriegen wir keinen Devil Deal? Warum? Ich will Guppy werden. I should be so Guppy. Ich möchte Guppy sein. Bitte, Spiel. Sei jetzt nicht so ein Spielverderber. Vielleicht finden wir noch eine Joker-Karte, aber... Ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Okay. Haben wir nochmal einen Würfelraum? Würde ich würfeln wollen? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. So cool ist unser Lauf jetzt tatsächlich auch nicht. Wäre halt ein bisschen blöd wegen Dead's Key, aber... Ja, ja, okay. Ich sag ja schon nichts. Danke, Spiel. Danke. Das habe ich nicht verdient. Wisst ihr? Das habe ich nicht verdient. Ach, Isaac. Ach, Isaac. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich meine, ja, ich habe noch die Balls of Steel Pille. Es ist noch alles okay, aber trotzdem sollte ich ein bisschen aufpassen mit meinem Leben, weil... Es tut mir so leid, aber ich muss es mitnehmen. Das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Ich muss es mitnehmen. Wir könnten Godhead kriegen. Dafür können wir jetzt nicht zu Mega-Satan. Das ist ein bisschen doof, aber wir sind auch gerade echt nicht so stark, dass wir Mega-Satan vielleicht... Also, dass wir unbedingt Mega-Satan besiegen wollen. Ganz im Gegenteil. Ich fühle mich gerade sowas von... unsexy. Also, unfassbar. Der gibt mir wahrscheinlich ein AP... Oh, ja. Kannst du behalten, Alter. Kannst du behalten, du Arschloch. Was soll denn sowas? Gibt der mir diese scheiß Bohne. Ich guck, ich mach die Augen zu. Schnell weg hier. Larry, Pin. Pin. Genau. Pin war das, ne? Pin hieß du. Wie war nochmal dein Name? Pin? Oh, Guppy.
Gappi, Gappi, Gappi. Übrigens, voll lustig, habe ich jetzt letztens erst in einem Video irgendwo gesehen, wenn man erst Edmund tötet und dann den Florian, das soll ja Edmund und Florian, glaube ich, darstellen, die Entwickler vom ersten Isaac. Glaube, das waren ja die beiden, ne? Hier Florian Himsel und Edmund Macmillan. Wenn man erst den Kleinen, den Großen tötet und dann den Kleinen, dann kriegt man gar keine Left Hand. Das wusste ich auch noch nicht. So, wir haben rote Kisten in diesem Challenge-Raum. Die Frage ist, wie viele? Eine, zwei, 15. Kannst du sterben, eventuell. Und? Es ist... War klar, es ist... Warum war da nur eine Kiste drin? Warum? Kann mir das irgendeiner erklären? Eine blöde Kiste in einem Boss-Challenge-Raum, in dem nichts drin ist. Also in der Kiste. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger spielen, aber ich bin so ein bisschen erzürnt. Wir könnten diesen Lauf noch verlieren, wenn ich so weitermache. Vor allen Dingen bei Isaac werden wir ein bisschen Probleme bekommen. Zum einen, weil ich nicht so viel Damage mache. Der Damage ist nicht so überragend. Zum anderen wegen dem Magnetic Tears. Ich werde Isaac die ganze Zeit zu mir hinziehen. Die ganze Zeit. So, komm mal her. Gappi, Gappi, Gappi. Wir haben genug Bomben. Nutze sie. Nutze sie, mein kleiner Padawan. So. Die Hand bitte einmal, Dankeschön. Die Hand Gottes. Oh. Wir haben echt viel, ne? Wir hatten einen Zacki-Zacki-Raum, wir hatten einen Challenge-Raum, wir haben jetzt hier eine Bibliothek eventuell. Ja. Book of Secrets brauche ich nicht. Wir könnten an dem Truhen-Bettler spielen. Das ist nicht unbedingt die vernünftigste Sache. Entschuldigung? Entschuldigung? Bitte? Das war nochmal ein zwei Schlüssel. Okay. Also jetzt war ich ein bisschen traurig. Das war so ein bisschen... Der Schlüsselbettler hat mir auch gesagt, so, Junge, fick dich. Warum sollte ich eine 5 benutzen auf dieser Ebene? Weil ich einen Zacki-Zacki-Raum kriegen könnte. Ja, das ist eventuell sogar eine... Das wäre eventuell sogar eine Überlegung wert, tatsächlich. Also ich würde darüber nachdenken wollen, aber... Ich habe keine Lust nochmal gegen, oder überhaupt, jetzt nochmal eine Ebene zu machen, um dann Marms Hart zu bekämpfen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Da war ein blauer Stein. Das wusste ich gar nicht. Ich habe eigentlich nur so geschossen, weil ich nur so eine Bombe dahin gelegt, weil ich hier den Typ töten wollte. Weil er mir so richtig auf die Nerven geht. Es läuft gerade echt nicht gut. Dieser Lauf war echt, echt super. Scheiße. Ich hätte die mir... Oh, Mann. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, dass dieser Lauf hier noch außer Kontrolle gerät. Warum bin ich in das Auge reingelaufen? Und ich mache keinen Damage. Ich mache einfach keinen Damage. Das ist ein Problem. Ich hoffe, das seht ihr auch. Ich verstecke mich gerade hinter meinem Hairball. Das dürfte auch eigentlich kein Problem sein. Solange nichts anderes passiert. Okay. Der Kampf ging sogar noch einigermaßen. Dann würde ich sagen, Dankeschön für Godhead. Ich nehme das gerne an mich. Meine Güte, ich will ja nicht so sein. Oder Sacred Heart würde ich auch nehmen. Ja. Das ist doch Fliegen und ein HP ab. Das kann ich noch nicht mal jetzt mitnehmen. Nein, ich habe es mitgenommen. Wir werden sterben. Scheiße. Ich hätte das HP ab nicht mitnehmen dürfen. Ich bin so dumm. Das HP-Up wird richtig doof, weil wir haben jetzt keine Polaroid-Phase mehr. Also, keine permanente. Und das ist ein Riesen... Das ist ein Riesen-Nachteil. Shit. Shit. Shit.
Eine Joker-Karte. Eventuell eine Joker-Karte. Ich würde mich auch bedanken, wenn ich eine Joker-Karte kriegen würde. Ich glaube, ich habe noch nie... Ich kann jetzt fliegen. Ja, gut. Ich glaube, ich habe noch nie etwas von diesem... Wir werden jetzt ein Problem haben, weil ich werde da jetzt auch reingehen und... Das wird alles nicht... Ich habe keine Leben mehr. Das ist doch kacke. Ich komme nochmal... Irgendwann komme ich nochmal als Blue Baby wieder. Das ist jetzt gerade meine Hoffnung. Und bis dahin... Speed Up. Wow, eine Speed Up Pille. Way, way, way. Wir können Bobs Rottennetz sogar zweimal gegen das Blue Baby einsetzen. Wow. Wow. I wish that I could be like the... What? Cool Kids. Cause all the cool kids, they sit my better. Ist der Boss hier? Ja, das ist auf jeden Fall... Das muss der Weg sein zum Boss. Das muss er. Das muss er sein. Komm, geh tot. Geh tot. Warum bin ich da reingelaufen? Was ist falsch mit mir? Oh mein Gott. Es wird ein Krampf. Gegen das Blue Baby zu kämpfen wird echt ein Krampf. Das wird nicht so einfach. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, dass wir eine Balls of Steel Pille. Oh, eine HP-Pille. Okay. Okay. Immerhin. Wir haben leider, wir kriegen kein Guppy-Item mehr. Wir haben eine 48-Stunden-Energy-Pille. Das ist auch cool. Machst du viel Damage, Bob? Nee, ne? Ach so, ich könnte mich hinter meinem Hairball verstecken. Warum habe ich mich gerade geheilt? Ich habe irgendein Item, das mich heilt. Ich muss die Left Hand ablegen. Okay. Bitte daran denken. Du musst die... Warum habe ich... Okay. Wir machen einfach Serious Business. Ich habe ja gesagt, das wird echt doof mit den Magnetic Tears gegen Isaac. Justine! Krass, wie so ein Lauf einfach komplett vor die Hunde gehen kann. Krass, wie so ein Lauf. Ich habe auch dumm gespielt. Das hätte ein sicherer Sieg sein müssen gegen das Blue Baby, aber... Trotzdem ist es nicht einfach, ne? Das würde ich ja einmal dazu sagen. Ich mache zu wenig Damage in dieser Phase, wo... Diese magnetischen Tränen, die sind einfach ein riesengroßer Dorn in meinem Auge. Ich weiß nicht genau, ob der Hairball vor mir liegt. Ja, ich glaube schon. Die magnetischen Tränen sind einfach ein ganz großes Problem. Also sie sind ein ganz großes Problem. Isaac kommt mir zu nah in dieser Phase. In der letzten. Isaac kommt mir zu nah. Okay. Ich muss groß ausweichen. Und dann muss ich hoffen, dass ich irgendwie richtig stehe. Und ich muss aufhören zu schießen. Keine Ahnung. Ich muss alles aufhören. Am besten aufhören zu leben. Boah. Und an die Wand stellen. Ich werde gerade schon wieder ungeduldig. Ich hasse sowas.
Ich glaube, der Herbold liegt vor mir. Oh Mann, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Damage ist gar nicht so schlecht. Ja, doch. Also, er ist schon relativ schlecht. Und meine Tiers, mein Tiersub ist eigentlich auch nicht so gut. Ja, wobei. Aber wir machen schon guten Damage auf Isaac. So, da kannst du dich nicht beschweren. Es reicht halt nur nicht. Isaac. Ja, ich werde ihn schon down kriegen, hoffe ich. Ansonsten wäre ich echt enttäuscht. Also, oh Mann, der Lauf hat so gut, der ganze Part hat so gut angefangen, ne? Und jetzt fühle ich mich gerade wieder so ein bisschen verloren, aber... Was soll ich machen? Was soll ich machen? Das gehört dazu, solche Läufe gibt's auch. Ja. So, jetzt gezielt schießen. Vernünftig ausweichen. Was soll ich denn tun? Es ist einfach ein ganz, ganz großes Problem. Sind die Magnetic Tears. Ich kann nicht einfach auf ihn drauf schießen. Ich muss ausweichen in der letzten Phase. Und das Problem ist, dass ich nicht genug Damage mache, dass er sich sofort wieder verpisst. Sondern... Er macht noch so Scheiß, er schießt dann noch auf mich. Es ist so schlimm und schwierig und hast du nicht gesehen. Boah. Und dann schießt er halt noch Tränen so einfach rum. Und dann musst du den Tränen noch ausweichen. Und dann musst du den Strahlen ausweichen. Und wenn du Pech hast, dann funktioniert das halt nicht richtig. Wenn du mich jetzt tötest, ne? Boah, scheiße, Alter. Scheiße. Ich hätte da unten noch ein weißes Herz gehabt. Das hätte mir eventuell... Das war dumm. Das hätte mir eventuell noch irgendwas gebracht. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht. Wir müssen hoffen, dass wir jetzt gute Items in den goldenen Kisten kriegen. Es ist nämlich echt ein schlechter Lauf. Er war am Anfang gut, aber er ist dann echt schlecht geworden. Ich meine, wir haben sogar echt gute Devil Deals, ne? Ich glaube, der ist nur so scheiße und schwierig wegen dem magnetischen Tränen. Ich hab die Left Hand. Wer hat geschrien, ne? Leg die Left Hand ab, Cornel. Nice. Ja, ich bin gerade Gappi geworden. Und mit dem Ankh und der Balls of Steel Pille dürfte das ein sicherer Sieg sein. Dass ich das überhaupt in den Mund nehme, dieses Wort. Hier wird gar nichts ein sicherer Sieg. Ich bin unfähig, mit diesen Magnetic Tears die Gegner anzugreifen. Es ist einfach nicht möglich. Es ist nicht möglich. So. Grüßt euch. Hier ist es Blue Baby in the house. Es ist so schlimm. Ich nehme die nie wieder mit. Nie wieder. Ich nehme die nie wieder mit. So, erst die Gurglings töten, damit wir auf jeden Fall auch ein blaues Herzchen von denen... Ja, scheiße. Jetzt kriegen wir auch das blaue Herzchen, nicht, oder? Doch, okay. Oh Mann, aber wir haben Damage bekommen. Von daher ist es nicht so wertvoll. Ich
glaube, es ist der richtige Weg. Okay, es ist noch kein gewonnenes Ding, aber ich habe sehr, sehr gute Hoffnung, dass ich das noch gewinnen kann. Und das war ja am Ende echt ein Krampf. Aber gut. Muss es auch geben. Kann man sich, ja, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Und jetzt die große Frage. War es die falsche Entscheidung oder war es die richtige Entscheidung, die Left Hand mitzunehmen? Ich denke, ja, es war die richtige Entscheidung. Ich denke, die Left Hand hat das Ding jetzt hier gerissen. Ich glaube, andersrum wäre es schwierig geworden. Schwieriger. Es ist noch nicht gewonnen. Aber es sieht sehr gut aus. Es sieht auch sehr gut aus, dass das hier jetzt der richtige Weg ist. Und warum ist das Brimstone Baby jetzt direkt hinter mir? War das nicht gerade voll weit weg? Oder habe ich einfach Scheiße erzählt? Hä, warum ist es direkt hinter mir? Ach so, Guppys Kopf ist jetzt weg. Ich hatte da vorher den neuen Lebenkopf noch und so. Und so, nur noch. Okay, alles okay. Lädt sich Guppys Head jetzt von alleine auf? Nee, leider nicht. Okay. Und der Guppy Hairball, der kann uns wieder schützen, auch wenn er richtig klein ist. Und mit der Polaroid-Phase jetzt die ganze Zeit, jetzt auch kein Problem. Ja. Locker easy am Ende. Locker easy, aber es war echt ein schwieriges Ding. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Es tut mir leid, dass er ein bisschen holprig wurde. Das ist halt Isaac. Aber es war ja der Part am Morgen. Das bedeutet, über eine Stunde bestes Entertainment. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr nicht vergesst zu bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.